Jo Leute, was geht ab? Und da ist auch schon wieder euer DGD-Doktor am Start, zusammen mit der Puppe. Die ist schon ein paar Meter vorgegangen. Ja, ihr wundert euch bestimmt, wo ich hier gerade stehe. Ich stehe nämlich hier sozusagen mitten im Urwald. Wir haben hier einen Strand gefunden. Und zwar ist der ein bisschen versteckt und man muss hier erstmal durchs Dickicht durch. Und ich sag euch, in diesem Dickicht hier, das ist kein Vergnügen. Da wird sich so manch eine Vogelspinne wohlfühlen. Ich bin auch froh, wenn ich hier jetzt gleich rauskomme. So, die Puppe hat schon die ganze Sache rausgeholt. Hier sind Riesengeckos. Guckt euch das an. Wow. Ey, das ist der größte, den ich bisher hier gesehen habe. Wahnsinn. Ja, und hier ist jetzt eine Bucht. Da müssen wir jetzt gleich runtersteigen. Die ist nicht so ganz öffentlich zugänglich, aber dafür wunderschön. Mit einem phänomenalen Ausblick. Der Lifeguard hat uns hier hingeschickt. Ja, der Lifeguard hat uns hier hingeschickt, weil die Bucht vorher, die ist bis 3 Uhr gesperrt. Hier hinter ist ein Bananenfeld und ein kleiner Lost Place. Ja, und ich würde sagen, wir steigen da jetzt mal runter, ne? Ja, oder ist da noch was, wenn wir hier lang gehen? Nein, da kommst du nicht runter. Ne? Das hier ist der einzige Weg. Ja, da hau ich hin. Langsam und stetig. Komm, wir kriegen das hin. Oder du gehst noch mal zum Auto und holst deine Bergschuhe. Nee. Ja, mit Schluppen ist das hier immer so die Sache. Nee. So, jetzt geht's hier runter. Schön schräg gehen, dann passiert auch nichts. Also ich habe hier einen guten Halt. Stufe für Stufe. Ja. Geht das? Kommst ja. Du? Ja, jetzt schmier ich hier fast ab. Anni, gib mir die Tasche. Nee, geht schon. Bergsteigen für Anfänger. Geht? Immer schräg, immer schräg gehen. Leute, voll bepackt wie so ein Esel hier runter. Wenn ich gleich ins Rollen komme, dann richtig. Hier ist die Klippe ins Jenseits. Ah ja, da vorne geht's dann wieder. Wahnsinn. Die Puppe quält sich mit dem Schirm nach unten. Geht's? Schaffst du? Super. Mama mia. Alter. Typisch Touristen, weißt du? Aber Freunde, sowas entdeckt man nur, wenn man auf eigene Faust die Insel erkundet. Und nicht, wenn man den ganzen Tag all inclusive am Pool liegt. Das ist ein himmelweiter Unterschied, wie man jetzt sieht. Guckt euch diesen Weg an. Wow, Wahnsinn, ein toller Ausblick, da unten die Brandung, boah, jetzt dachte ich gerade, da unten im Wasser wäre ein Wal, das sieht echt so aus, da ist ein riesiger Felsen, total geil, oh, also das ist eine schöne Bucht hier, die gefällt mir auf Anhieb, das muss ich sagen. Oh, hier ist schon mal ein bisschen Schatten. Alles gut? Ja. Da kommt er denn mal runter, ey. Ich bin diesen Weg hier noch nie gelaufen. Ich habe keine Ahnung. So, hier jetzt besonders vorsichtig, ja? Ja. Schön am Berg lang gehen, okay? Ja, das hätte ich schon mal gesehen.
immer Gewicht zum Berg, bloß ja, nicht nach unten. Hab ich. Okay, ist okay. Ah ja. So, jetzt sind wir schon so gut wie da. Wunderbarer Strand. Und kein Lifeguard in Sicht, nichts. Wahnsinn. Weiter geht's. Hier jetzt nochmal Vorsicht. Soll ich die Tasche wieder nehmen? Das Geländer ist sehr gut. Schön am Geländer festhalten. Halte ich gut fest, ja? Ja, wo denn? Ja, hier am Geländer. Wir haben es gleich geschafft. Ist nicht mehr weit. Staubtrocken hier der Boden. So, pass auf, ich warte hier. So. Wir sind gleich unten. Egal wie. Geh hier bloß langsam bitte. Ja? Und halt dich immer am Hang. Wenn du fällst, fall zum Hang. Ja. Geht? Boah, der Weg wird noch krasser vorne, da unten. Keine Ahnung, ey. Das ist aber der Weg. Ne? Ja, lass mal die Leute vorgehen. Welche Leute? Ja, die hinter uns kommen. Kommen hinter uns welche? Ja. Okay. Aber hier geht's, hier ist der Boden gleich feucht. Hier jetzt bloß. Pass bloß auf hier jetzt. Letztes Stück noch. Ich helfe dir. Komm, Hand. Hier drauf, da drauf, da drauf. Doch, das schaffst du. Komm, das sind noch ein paar Meter. Es ist mir alles viel zu schwer. Nee, Anni, es ist nicht. Ich kann nicht. Ich will nicht. Warte, ich hole die Tasche. Komm. Nein, ich will nicht, ich kann mich nicht mehr bewegen jetzt. Gib mir die Hand. Nein. Nein, kann ich. Warte, ich bring meinen Rucksack runter und dann helfe ich dir. Warte. Warte. So Leute, kurzer Zwischenfall. Ich musste die Puppe aus dem Berg retten. Oh, ich bin klatschnass. Ich auch. Und das hier ist jetzt das letzte bisschen Weg. Das geht aber. Hier ist der Sand zumindest tiefer. Jetzt muss die springen. Ja. Naja, springen oder klettern, ne? Was ist denn, wenn wir hier runtergehen? Hier ist noch beschissener, ne? Okay. Na gut, da müssen wir das Stück, müssen wir einfach klettern. Ja, das kriegen wir schon hin. Schwimmschuhe an und los. Ja, Schwimmschuhe können wir ja an. Ja, zieh die doch an. Ja. Ey, warum hast du die noch nicht an? Das ist ja perfekt. Schwimmschuhe sind ja wie bei Cliffhanger.
Boah, Leute, ich bin durch. Ich bin echt durch. Ich auch. Boah, mir läuft die Suppe so runter. Ja. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Hier sind gefühlt 50 Grad im Berg. Erhöhte Steinschlaggefahr. Eigentlich ist der Strand hier gesperrt. Aber der Lifeguard hat uns gesagt, wir können hier hingehen. Nur wenn hier mal so ein Koloss runterkommt, dann bist du geliefert. Also wir sollten hier echt aufpassen und gucken, dass wir hier schnellstmöglich wegkommen. Weil durch die Hitze kann sich auch mal so ein Steinchen hier lösen. Ne? Man sieht das ja da unten. Aber der Strand, der ist einfach, boah, phänomenal. Und so schön leer und keine Leute hier. Das hat wahrscheinlich auch seinen Grund. Ne? Aber mir läuft das ja, mir auch. Aber ich ziehe jetzt meine Schwimmschuhe an. Und dann ist kein Problem mehr. Ne? Ich hoffe. Du hast den ganzen Hügel im Gesicht. Ey. Ja, und meine Hände. Boah. Also Leute, ich kann das verstehen. Also wenn man hier in Schlumpen unterwegs ist, ich sag auch immer zur Puppe, zieh deine vernünftigen Schuhe an. Wir sind hier auf Teneriffa und Teneriffa ist nichts für Badelatschen. So, ne? haben wir das nicht gebucht. Ja. Und ich dachte, da ich ja die Strände bei uns im Ort kenne, ja, normal fußläufig, wusste ich denn, dass ich hier Reinhold Messner imitieren muss? Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, ja, aber es lohnt sich, ne? Es lohnt sich auf jeden Fall. Unter Strand Tag, vielleicht bin ich auch zu verwöhnt. Ich bin ja auch wahrscheinlich nur Mallorca gewöhnt. Ja. Wahnsinn. Es ist heftig. Auf geht's. Mir läuft gerade mein eigener Schweiß ins Striptip, Freunde. So warm ist das hier. So. Bitte halt dich am Berg. So, die Puppe läuft schon vor. Und ich komme jetzt hinterher. Ach, der geht aber hier, der ist gut zu gehen. Hier ist wenigstens mal ein bisschen Schatten. Da wichtig auch immer die Drohne an der Bergseite, damit da nichts drankommen kann. Ach, guck mal, sind wir schon unten? Nee. Das war ja easy. Und jetzt? Ja, ich gehe runter. Jetzt Barney Geröllheimer, ne? Pass auf, den Schirm lasse ich fallen, ne? Pass auf, da können wir die Tasche vielleicht sogar dran binden. Oder so, also ich würde da jetzt nicht mit der schweren Tasche runter, oder? Ja, komm, ja. Den Schirm brauchst du vielleicht zum Abstützen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, komm, versuch es einfach. Oder soll ich mal vorgehen? Komm, ich gehe vorne nicht da lang, hier außen rum. Ne, die Mädels sind hier runter. Echt? Ja. Ja, pass auf, versuch's mal. Ich guck mir das hier erstmal an. Aber das finde ich besser persönlich. Warte, ich kann dann alles annehmen auch. Ah nee. Es geht schon. Hier habe ich Grip. Hier habe ich mehr Grip als da hinten. Weil wenn der Sand tief ist, ist alles gut. So. Okay, Drohne. Ey, was machst du vor? Der Gurt. Der Gurt nur in deine Hände. Bergsteigen hier, Freunde. Bergsteigen vom Feinsten. Warte, die Tasche, ne? Knallharte Action. Kann ich doch da hinstellen und wieder holen gleich. Ja. Ich würde an deiner Stelle auch außen rum gehen. Ja. Pass auf. Die Tasche kommt schon mal hier. Die bleibt da stehen. Schirm schmeiß ich runter, ne? Ja. Schön schräg, da kann nichts passieren. Immer tief einsinken. Was ein Abenteuer, Freunde, was ein Abenteuer. Ich sag's euch. Jetzt hier zum Felsen drehen. Kriege ich nicht hin. Zum Felsen drehen. Genau, jetzt schön schräg in den tiefen Sand. Da ist so vollen Grip. Aufpassen hier. Machen.
Das. Pass auf, jetzt komm du erstmal rum. Nee, lass oder, ihn mal. Ja, jetzt stehe ich schon hier. Ja. Can you hold this? So, like this? Okay. Bin lecker. Die Tasche holen wir gleich. Okay, thank you, man. Okay, die letzten Meter. Puppe wird geholfen. Reinhold, Helge. Okay, okay, du bist unten. Chaka! Wow. Okay, hier ist alles Tasche, ne? Boah, das sieht auch so ein Schrei. Ich auch, aber egal. Es hat sich gelohnt. Der Strand ist perfekt. Wow. Gönnt euch, Freunde. The Beach. Mit Dr. DiCaprio. Money. Ja. Hier, Tasche. Weil da gehen wir voll was hier raus. Tasche Nummer 2. Und Schirm. Geht? Nee? Nein. Chaka. Anni. Ja. Ciao. Lob. Also großes Lob an die Puppe, die hier in Birkenstock versucht hat, diesen Berg da oben zu erklimmen. Echt, das sah vielleicht jetzt auf der Kamera gar nicht so krass aus, aber glaubt mir, Leute, wir haben hier Blut und Wasser geschwitzt. Aber ja. Die Spanier, die Einwohner, ja. Das ist ja so kein typischer Touristenstrand hier. Ja. Oh Gott, FKK. FKK ist hier auch. Nein, ich werde blind. Oh weia. Auf Felsen ist auch noch schön Schatten. Ja, wir suchen uns irgendwo jetzt ein lauschiges Plätzchen. Hier oben ist auch noch so eine Art Lost Place, wie ihr sehen könnt. Aber schon zum größten Teil abgerissen. Ich weiß nicht, was hier mal gewesen ist. So, jetzt suchen wir uns erstmal einen guten Platz. Ja, am besten da, wo keine FKK-Leute sind. Muss doch nicht hinkommen. Ja, ich habe Angst, dass sie Palaver machen wegen der Drohne dann, weißt du? Richtig schöner Strand hier. So, langsam kommt die Flut. Dann kommt die Flut wahrscheinlich bis hier vorne. Ja, guck mal, hier ist sogar eine Höhle. Ja, schön, weiter. Hier haben wir ja Schatten, ne? Wow. Sollen wir uns hier in der Höhle gemütlich machen? Leute, wir haben jetzt einen Platz gefunden hier, direkt unterm Felsen. Hier ist eine kleine Höhle, da habe ich jetzt erstmal mein Equipment hingestellt, damit da nichts dran kommt. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, ich denke mal, da wird heute mal nichts runterfallen. Ja, hier ist der schöne Strand. Ach, einfach herrlich und ich freue mich jetzt, wenn ich mich erstmal abkühlen kann. Thank you.
Ja, ist wirklich nice hier und wir haben heute unseren letzten Tag. Deshalb genießen wir heute noch mal so ein bisschen das Wetter und im kalten Deutschland werden wir früh genug sein. Das ist einfach so. Aber hier die Bucht, die übertrifft wirklich alles. Es ist schade, dass wir die nicht direkt am ersten Tag gefunden haben, weil die ist sogar in der Nähe von unserem Ort. Ne? Also gar nicht weit von unserem Ort. Ich glaube, da waren jetzt gerade mal 5 Kilometer gewesen oder so. Wirklich top. Also ich könnte mir auch vorstellen, hier hinzuziehen. Ja? Einfach hier in so eine Höhle rein, fertig. Was brauchst du hier zum Leben? Ein bisschen Angelschnur, natürlich frisches Wasser. Aber Wasser kommt hier auch aus den Felsen. Das habe ich letztens schon in der einen Bucht feststellen können, dass aus den Felsen hier Süßwasser strömt. Das ist total krass. Wir wollten uns eben da vorne an den Felsen legen. Und ja, der ganze Felsen war feucht. Und wenn man da so dran fasst, da merkt man auch, die Felsen sind unheimlich kühl. Also egal wie heiß das draußen ist, die Felsen sind immer schön kühl. Und teilweise hat man das Glück, dass zwischen diesen Felsen hier irgendwelche Süßwasserquellen am Start sind. Also ja, Überleben leicht gemacht, Süßwasser, Angelschnur und dann kann das losgehen. Viel braucht man ja hier nicht. Vielleicht noch eine Steckdose, um die ganzen Kameras zu laden und vor allem auch um die Dampfe zu laden. Aber ja, also man könnte sich schon dran gewöhnen, ne? Auch wenn ich kein Fischesser bin. Aber ja, so selbst geangelter Fisch, der schmeckt ja doch noch viel besser, als wenn man jetzt irgendeinen Fisch in irgendeinem Restaurant in irgendeiner Fischbude holt oder so. Da weiß man ja auch nie, was drin ist. Aber hier Angelschnur raus, Freunde, und gib ihm. Ja? Mehr braucht man eigentlich nicht zum Leben. Und da oben ist sogar noch eine Bananenplantage. Wobei die Bananenplantagen, die sind hier alle immer ziemlich eingezäunt und sehr gut abgesichert. Also man kommt hier in keinerlei Bananenplantagen rein. Man kann auch hier keine Banane mal eben vom Ast pflücken oder sonst was. Die sind hier wirklich abgeriegelt, top secret, wie weiß ich nicht was. Ja. Und Teneriffa scheint ja auch ein gutes Exportland für Bananen zu sein, weil egal wo man hier hinguckt, überall sind hier Bananenplantagen. Das ist einfach der Wahnsinn. Aber die hängen noch am Stamm und sind noch alle quietschegrün. Und ich glaube, die werden auch geerntet, wenn die grün sind, weil bis die dann später in Europa sind oder in Deutschland vielmehr. Hier ist ja auch noch Europa, wenn man so will. Ja, bis die dann reif sind, sind die halt in Deutschland, dann sind sie gelb. Ne? So sieht das aus. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zum Wasser, gucken uns das Wasser mal ein bisschen an, gehen vielleicht mal so ein bisschen rein in das Wasser, weil nur jetzt hier sitzen ist natürlich auch doof und am letzten Tag muss man natürlich nochmal ein bisschen das Wasser genießen. Gerade bin ich noch eine Runde FPV geflogen, dafür eignet sich das hier wirklich top. Also muss ich ehrlich sagen, der Strand hier, der ist richtig schön weitläufig und hier kann man einfach Hackengas geben und gib ihm. Ja, kräht auch kein Hahn nach, trotzdem hier FKK-Strand ist. Und normalerweise am FKK-Strand mit Kameradrohne fliegen ist ja so die Sache, aber es hat sich keiner beschwert bisher. Alles tut die, alles super. Thank you.
Ich würde sagen, unser Urlaub endet jetzt hier, leider, aber sicher. Das war der letzte Strandtag heute. Morgen Abend geht zurück mit dem Flieger nach Düsseldorf. Genießen wir nochmal diese schöne Aussicht hier auf diesen tollen Strand. Ist einfach der absolute Wahnsinn. Und ich denke mal, dass wir nicht zum letzten Mal hier auf Teneriffa gewesen sind. Ja, wir müssen jetzt noch den Steilhang da hinten wieder hoch. Und da freut sich die Puppe ganz besonders drauf. Aber ich denke mal, hoch geht es noch leichter als runter. Und das werden wir natürlich noch mit aufnehmen. Spinner! Schreibt mir mal in die Kommentare, würdet ihr da einziehen? So ein bisschen schick machen kann man sich das ja, ne? Da hat man direkt ein Haus an einem wunderbaren Strand. Ja, so, in diesem Sinne, da geht es jetzt hoch. Mir graut jetzt schon, alles wieder da hoch zu schleppen. Aber für diesen Strand hier hat sich definitiv gelohnt. Also von unten sieht das noch schlimmer aus als von oben, ne? Ja, wir sind hier hoch. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Warte, ich gehe erstmal vor bis zu. Ja, mach erstmal. Und hier hoch. Pass auf, du kannst die Tasche auch da lassen und ich hol die jetzt. Warte. Das Schlimmste, Freunde, sind die ganzen Taschen. Ja, was ich gesagt habe, rauf ist es ja leichter als bergunter. Ja, Handbremse anziehen, ersten Gang rein und abwarten. Schritt für Schritt, immer zum Hang. Ja. Immer an den Steinen festhalten. Genau. Ich kann mich jetzt leider nicht umdrehen. Ist okay. Kriege ich hin. Schaffst du es? Ich halte mich an den Steinen. So, hier auch ganz zum Hang gehen, nicht nach unten gucken. Nein, mach ich nicht. Okay? Ja. Weiter geht's. So, hier haben wir das Schlimmste geschafft. Gracias. Ja. Okay. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen. Ist ein bisschen rutschig. Brandgefährlich. Ja, brandgefährlich, aber mega geil. Mayoni nochmal. Einfach der Hammer. Wow, und dieser Ausblick hier. Fantastisch. Alles cool? So sehen Sieger aus. Schalalalala. Die Puppe Dreck im Gesicht. Hör mal, ich bin fix und fertig. Oh mein Gott. Hätte ich das gewusst, es sollte ein angenehmer letzter Strandtag werden. Mit dem Doktor geht's gerne. Hätte ich nicht gedacht, hör mal. Und ich mit Latschen, weiße La Paloma Leggings, ne? Ne, geht gar nicht. Aber jetzt hast du ja wenigstens die Schwimmschuhe an. Ja, super. So, schön am Hang lang gehen. Ja. Und nicht wegrutschen. Ja. Schweißnass, Freunde, schweißnass. So, hier wird es jetzt auch nochmal heftig.
Okay, ja. Geschafft. Mit die Treppe, hey, die würde auch kein normaler Mensch gehen. Guck dir die an. Kriegen wir ihn zur Not nach vorne gebeugt. Immer zum Hang, ne? Bloß nicht auf dem Schotter. Und direkt hier am Geländer festhalten. Vorsicht, hier ist rutschig. Ja. Halt dich gut am Geländer fest. Okay. Habe ich. Jetzt haben wir die nächste Etappe geschafft. Jetzt müssen wir hier hoch. Ich brauche immer eine Verschnaufpause. Ich bin ja bepackt wie ein Kamel. So, gleich haben wir es geschafft. Ist nicht mehr weit. Und ab in den dunklen Wald. Alles okay? Ja. Ich bleib immer hin. Oh. Oh. Oh, keine Luft mehr. Oh, Leute. Leg mich einmal. Eben ablegen. Oh. 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 Wir haben es geschafft. Stellt euch vor, ihr seid im Aquazoo bei gefühlten 50 Grad Subtropen. Temperatur und ihr müsst so einen verdammten Berg hoch. Ich sag euch das. Boah, pures Adrenalin. Oh. Vor allem ist das eigentlich ein Lost Place Strand, wenn ihr so wollt. Guckt euch mal den Eingang an. Das sagt schon alles. Ja? Aber der Lifeguard hat uns hingeschickt, ja, ja, dass wir hier hin dürfen. Oh, da kommt James Bond. Er fliegt über die Bucht. Schön mit dem Gleitschirm. Ah, Leute, ich bin pitschepatsche nass. So kommen wir nicht ins Restaurant rein. Ach, sicher. Guck mal, wie ich aussehe. Raben, schwarze Finger vom Festhalten. Wir haben 3 Euro fürs Parken bezahlt. Die müssen uns einfach reinlassen. Das geht gar nicht anders. Das tut gut. So Leute, jetzt wird es ein bisschen dunkel. Ich habe leider keine Beleuchtung dabei. Aber wir müssen jetzt hier durch den Urwald durch. Durch das Zuhause von Taranteln und Vogelspinnen. Und Geckos und Schlangen. Echt gruselig hier. Aber hier ist alles ruhig auf einmal. Man hört das Meer kaum noch. Das ist total krass. Und alles voll zugewachsen. Boah, hier kommt man sich wirklich vor wie im Dschungel. Das ist richtig heftig. Hier müssen wir jetzt noch mal kurz klettern. Hältst du mal? Welcome to the jungle. Geht?
Hannover, ja, da vorne geht's weiter. Kommst du durch? Und noch ein Stück Dschungel. Ja, noch enger und noch tiefer. Okay, gleich haben wir es geschafft. Ja. Ist nicht mehr weit. So, Freunde, wir sind gleich draußen. Noch ein paar Meter. So, wir haben es geschafft. Tageslicht. Oh. Herrlich. Endlich wieder frei. Oh. Mann, Mann, Mann. Das war ein Abenteuer. Jetzt haben wir uns erstmal was zu trinken und zu essen verdient, Freunde. Jetzt gehen wir hier in das Restaurant. Das ist direkt an der Klippe. Und dann gibt es für den Doc ein kühles Radler und für die Puppe Cola Zero. Und einen Tunnel. Nee. Komm, für die Heimfahrt kriegst du noch einen Tunnel. Muss, nach dem Aufstieg hast du hier einen Tunnel verdient. Irgendein Likörchen. Und egal, was die da zu essen haben, ich werde es essen, Freunde. Oh. So, die letzte Barrikade. Halt mal kurz. Halt mal kurz fest. So, ja. Elegant gelöst. So, nochmal ein schöner Ausblick. Und da oben, da gehen wir jetzt erstmal was essen. Bis gleich. So, Freunde, hier ist das Dorada, das haben wir uns jetzt verdient, auf jeden Fall. Wir lassen jetzt hier den Abend ein bisschen ausklingen. Nach diesem anstrengenden Marsch, den wir hinter uns gebracht haben. Ja, und besser kann man eigentlich auch nicht zu Abend essen. Ne? Guck mal hier, wir sind hier richtig schön auf einer Klippe. Richtig schönes, exquisites Fischrestaurant. Ich esse aber keinen Fisch, ich habe mir ein Rinderfilet bestellt. Ich bin mal gespannt, ob das was kann. Entschuldigung, ein bisschen Husten gerade. Ich bin mal gespannt, ob das was kann, aber ich denke mal schon. Also bei dem Ausblick hier und nach der Bergtortur, da wird auf jeden Fall alles schmecken. Die Puppe, die hat sich auch ein Rinderfilet bestellt, ne? Du isst heute kein Fisch, ne? Nee, aber als Vorspeise habe ich Garnelen in Knoblauchöl, das muss sein. Ja. Als Hauptgericht nehme ich dann das Rinderfilet mit der Pfeffersoße und Bratkartoffeln. Ja. Und Nachtisch ein Döner. Nein, ich glaube, da passt kein Nachtisch mehr rein. Ah doch, heute gönnen wir uns richtig. Ja, wenn das nicht schadet, dann nehme ich dann einen Nachtisch to go oder ja, so. Ja. Für heute Abend im Hotel. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, Freunde. Wie gesagt, so kann man den letzten Abend hier gut ausklingen lassen. Ich hoffe, euch hat die ganze Reihe hier mit Teneriffa gefallen. Ist auf jeden Fall eine spektakuläre Insel, gibt super viel zu entdecken. Wir haben teilweise 3 Locations an einem Tag gemacht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, hier nochmal hinzufahren und hier wirklich 2-3 Wochen zu verbringen. Oder mal nach La Gomera rüber, ist auf jeden Fall auch eine tolle Insel. Wie gesagt, also Teneriffa ist sehr, sehr vielseitig. Mallorca war bei uns auch sehr vielseitig, aber Mallorca, da hat man schon alles gesehen. Deshalb haben wir uns gedacht, komm, fliegen wir einfach mal hier hin, ist mal was komplett anderes. Und ja, wenn euch die Abenteuer gefallen haben, lasst mich das wissen. Lasst auch gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert auch den Kanal.
Und ja, ich denke mal, in Zukunft wird es wieder Videos aus dem kalten, grauen Deutschland geben. Aber naja, was soll, ne? Urlaub ist nur einmal im Jahr und man gönnt sich ja sonst nichts. In diesem Sinne, ich trinke auf euch. Dorado ist da und das schmeckt auch herrlich nach so einer Tortur. Das ist einfach das Beste, was man sich gönnen kann. Abgesehen von der Fresa, ne? Fresa ist ja mein neues All-Day. Aber so ist das halt, ne? Das gibt es auch nur einmal im Jahr. In diesem Sinne, macht es gut, wir sind raus. Ciao, ciao und Peace out. Bleibt alle gesund und lebt das Leben.